was Leckeres. Nein, nicht das. Seltsam. Ich habe eine bessere Variante. Hier, hab einen Lutscher. Nein, den will ich auch nicht. Ich will was Leckeres. Du willst was Leckeres? Ich hab da was für dich. Bedien dich. Soll das ein Scherz sein? Ich hab's satt. Wisst ihr was? Wir starten eine Challenge. Wo sind wir hier? Was machen wir da? Betty? Hört alle zu. Ah, natürlich, meine Lieblingsenkelin. Es wird Zeit, was zu kochen. Überrascht mich. Oh, so viele Zutaten. Ich möchte eine große, leckere Torte. Macht mich glücklich, ich warte. Eine Torte, das ist ganz einfach. Hat jemand Torte gesagt? Ich brauche Mehl. Das Mehl kommt in eine Schüssel, da kommt etwas Milch hinzu. Noch ein paar Eier. Und jetzt alles schön durchmischen. Mit der Hand natürlich. Keine Schneebesen, nur die liebenden Hände der Oma. Ach komm schon, das ist doch voll die Zeitverschwendung. Ich nehme einfach fertige Kuchen. Ach du meine Güte, fertige Kuchen. Meine Torte wird die beste sein, weil ich den besten Teig machen werde. Und der wird nicht nur lecker, sondern auch noch schön bunt. Genau das wird Jess gefallen. Das seht ihr noch. Genau das habe ich auch vor. Deshalb benutze ich Leckerschmecker Erdnussbutter. Mh, sieht richtig gut aus. Und noch mehr Erdnussbutter draufpacken. Man kann echt nicht genug Erdnussbutter haben. Jetzt will ich noch meinen Löffel ablecken. Oh, das schmeckt ja richtig gut. Jetzt hör sofort auf. Du machst doch hier eine Torte für deine Schwester. Oh, ich werde meine selbstgemachte Erdbeermarmelade hinzugeben. Das wird ihr gefallen. Oh, das riecht ja wunderbar. Schön viel hinzugeben. Und hier kommen noch ein paar Teigstreifen drüber. Wenn dieser Kuchen erstmal gebacken ist, wird er euch alle umhauen. Das kann ich euch versprechen. Ab in den Backofen. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Torte? Ich habe erst angefangen. Hier kommt noch die Creme hinzu. Die habe ich übrigens auch in allen Regenbogenfarben. Wunderschön, nicht wahr? Hier kommt der nächste Schritt, glätten. Das muss man schön sorgfältig machen, damit die Torte auch hübsch bleibt. Ich glaube, wir wären soweit. Und hier kommen noch ein paar Dekorationen hinzu. Nichts ist besser als noch ein Regenbogen. Fertig. Der perfekte Regenbogen. Der kommt hier oben drauf. Und die Torte werde ich jetzt noch mit ein paar Schokodetails verzieren. Ach ja, die Wölkchen nicht vergessen. Der Kuchen ist einfach perfekt. Oh, was ist hier los? Ach ja, genau, mein Kuchen. Ach, der riecht ja einfach wunderbar. Oh, ich will auch so eine Torte. Die sieht ja toll aus. Oma, das ist ja dein Erdbeerkuchen. Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach ein paar Skittles hinzu. Schon sieht meine Torte etwas bunter aus. Ich habe keine mehr. Na, wie auch immer. Ich bin fertig. Oh, gut gemacht, Enkelin. Gebt es auf. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich. Hm, sieht nicht schlecht aus. Oh, das ist mein Lieblingskuchen. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Torte? Davon muss ich sofort ein Stückchen probieren. So ist schön. Mann, sieht das toll aus. Oh, das schmeckt auch noch perfekt. Fantastisch, ich liebe diese Torte. Oh, das Wölkchen will ich auch noch probieren. Ab in den Mund. Entzückend. Ich weiß echt nicht, was besser sein könnte. Wobei, Omas Kuchen muss ich natürlich probieren.
So süß und so saftig gleichzeitig. Ich liebe diesen Kuchen. Oma, mein Herz schlägt für dich. Von diesem Kuchen hier probiere ich die Skittles. Gar nicht schlecht. Moment mal, ich will doch noch ein Stückchen probieren. Oh, das ist ja ganz schön klebrig und gar nicht saftig. Da muss ich sofort was trinken. Ach, jetzt geht's mir besser. Nee, mehr will ich nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, dieser Kuchen hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich wusste es doch. Das war ein Kinderspiel. In der nächsten Runde werde ich gewinnen. Gemüse? Was werden wir machen? Zeige ich euch gleich. Ich möchte einen Burger. Der soll richtig lecker sein. Ein Burger? Oh, ich mag solches Essen nicht. Das ist doch total ungesund. Hier, das Brötchen schmeiße ich weg. Und die Bulette auch. Aber aus dem restlichen Gemüse kann ich noch was Schönes machen. Und was genau werde ich euch jetzt zeigen? Erstmal muss ich diese Avocado hier schälen und den Kern rausnehmen. Da sind so viele Vitamine drin. Jetzt schneide ich noch eine Tomate und natürlich noch eine Gurke. Und natürlich die scharfe Paprika nicht vergessen. Die ist nämlich besonders gesund. Ach, da kriege ich ja selber so richtig Appetit. So lecker und gar nicht scharf. Und natürlich ein Salatblatt nicht vergessen. So, fertig ist mein Gemüseburger. Ja, das sieht hier ekelhaft aus. Mein Burger wird viel besser schmecken. Okay, die Bulette kommt aufs Brötchen. Hier kommt noch etwas Gemüse hinzu. Die Gurke hier. Hä, ist das eine Zwiebel? Nee, die brauchen wir nicht. Ah, eine Tomate könnten wir gebrauchen. Aber zuerst alles Unerwünschte rausschneiden. Ah, hier sind noch ein paar Teile. Ah, wie auch immer, das schneide ich auch noch raus. Das war's auch schon. So, die Tomate kommt auch noch drauf. Und Käse. Und das zweite Brötchen. Irgendwie ist der Burger zu groß geworden. Ich muss ihn etwas zerkleinern. Na komm schon. Und wenn ich die Gurke so reinstopfe? Sieht gar nicht gut aus. Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Ich muss einen Burger einfach bestellen. So einfach ist das. Voila! Schon ist die Lieferung da. Der perfekte Burger. Hat mich noch nicht einmal viel Aufwand gekostet. Sieht der gut aus. Perfekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber mein Burger wird auf jeden Fall besser sein. Ich habe nämlich die Bulette gegrillt. Die riecht ja gut. Schön saftig. So, die Buletten sind fertig. Die kommen hier auf den Teller. Schließlich sind die Buletten das Wichtigste an einem Burger. Wenn die gut sind, ist der Rest ein Kinderspiel. Das Feuer brauchen wir nicht mehr. Dieses Gemüse schneide ich natürlich auf meine besondere professionelle Art. Erstmal hochschmeißen. Und jetzt klein hacken. So gefällt mir das. Frisches Brötchen. Da kommt jetzt ein Salatblatt drauf, die Bulette, Käse, Tomate, Gurke, Zwiebeln, dann wieder eine Bulette und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Ganz oben kommt noch das Brötchen drauf und eine kleine Flagge. Sieht wunderbar aus. Oh, tatsächlich. Wir sind fertig. Oh, das sieht alles so richtig lecker aus. Alles außer das hier. Das sieht doch gar nicht wie ein Burger aus. Nur wie so ein Haufen Gemüse. Schmeckt richtig eklig. Und ganz schön scharf. Nee, gefällt mir nicht. Oh, dieser Burger ist echt bemerkenswert. Komm mal her. Hä? Der ist einfach auseinandergefallen. Nee, sowas kann ich nicht essen.
Der Burger sieht ganz nett aus. Probieren wir mal. Oh, wow, der schmeckt ja richtig gut. Dieser Burger gewinnt. Haha, ich habe gewonnen. Ich hab's nicht gewusst. Das ist voll unfair. Tatsächlich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.